Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Forgotten Anne. Wir müssen immer noch einen Weg ins Theater finden und dank Camellia oder Camilla, dem süßen kleinen violetten Schaukelpferdchen, ich kann meinen Namen so schlecht merken, es tut mir so furchtbar leid, wissen wir, dass wir durchs Spukhaus müssen. Aber hier sieht es erstmal aus, als müssten wir da irgendwie Energie reinleiten. Okay, damit fährt der Aufzug nach oben. Okay. Das heißt wohl, ich brauche doch nicht das auf der anderen Seite hier. Also hier bräuchte ich die Batterie momentan nicht, weil wir lustigerweise ja noch Arca haben. Oder aber ich brauche es doch irgendwie. Ich weiß nicht, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Da drüben ist das Theater. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Upsala. Das ist immer so süß, wenn sie hinfällt. Es tut mir so leid, ich mache es auch echt nicht mit Absicht. Aber es sieht schon irgendwie niedlich aus. So. Ich stehe noch zu weit weg. Dann mal hier. Und jetzt bitte einmal die Energie zu uns. So, jetzt einmal hier hoch, bitte. Und jetzt muss hier definitiv die Energie rein. Dann fahren wir nach oben. Und dann muss ich hier rechts auf diesen kleinen Balkon. Hoch, bitte. Moment. Das kann jetzt aber nicht sein. Sie versucht, sich hier festzuhalten und es funktioniert nicht. Kann das sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Ich habe aber auch gerade auch keine Flügel, die ich benutzen könnte. Moment mal ganz kurz, wir müssen einmal hier runter. Und vielleicht brauche ich doch die Energie von hier. Vielleicht brauche ich doch diese hier. So. Eventuell reicht es nämlich jetzt, dass wir von unten mit einem Flügelsprung da hochkommen. Wobei, nein, das sieht eigentlich nicht so aus, als würde es reichen. Definitiv nicht so aus, als würde es reichen. Na, es reicht knapp nicht. Sehr knapp. Wie komme ich denn hier weiter? Ich hänge schon wieder an der Stelle fest. Das ist wunderbar. Ich gehe nochmal zu Camellia. Ah, Mist. Ich will da immer hochspringen. Wisst ihr, so mit Anlauf und dann... Ich gehe nochmal zu Camellia zurück. Oder komme ich vielleicht hier hoch? Naja, komme ich auch nirgendwo hoch. Hier geht es wieder runter. Und die dramatische Musik kam gar nicht so dramatisch wieder. Ich gucke mal, ob ich nochmal mit dem kleinen Schaukelpferdchen sprechen könnte. Schaukelpferd ist ja auch nicht richtig. Es sieht aus wie ein kleines Karussellpferdchen. Ist hier irgendwas, was ich... Da hinten ist ein Hebel. Okay, lass mal schauen. Ich könnte eventuell... Nein, das geht ja so auch nicht. Ich habe irgendwie vorher hier das Licht ausgemacht. So. Wenn ich jetzt... Das ging nicht. Wie bin ich denn darüber gekommen nochmal? So, und jetzt eigentlich... Versuchen wir mal das hier kurz. So. Habe ich hier vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit weiterzukommen? Irgendeine. Da drüben. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Da oben ist auf jeden Fall eine... Eine Leiter. Ah, ich bin so unsicher. Okay, wir versuchen nochmal was. Wenn ich hier reingehe. Hier standen wir ja vorher fest. Da war dieser Weg zu. Gucken wir einfach nochmal hier nach oben schnell. Aber hier ist, glaube ich, nichts, wo wir weiterkommen, oder? Moment mal, doch, das ist das Haus. Aber da kam ich nicht...
weiter. Da gibt es ja oben nur das eine, den einen Raum von unserer Dame. Das heißt, Entschuldigung, es tut mir leid, Anne, ich will dich nicht immer überall gegenlaufen lassen. Die Stadt ist tatsächlich eine Art Labyrinth, oder? So. Eventuell habe ich hier irgendwas übersehen, was ich mir hätte angucken können. Ich meine, hier hoch kann ich. Ja. Ist hier irgendwas, wo ich noch mich hochziehen könnte? Nee, auch nicht wirklich, ne? Hier war einfach nur einmal Energie. Ich habe eine Idee, wie es eventuell gehen könnte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es tatsächlich klappt. Ich laufe erstmal einmal nochmal ganz schnell in die Richtung, aber hier ist nichts. Ich sehe hier... Also hier könnte eventuell die Powerstation nach oben gehen, die wir unten bei dem Schaukelpferdchen, also beim Pferdchen gesehen haben, bei dem Lilan, aber... Und hier ist so ein Container, den kann ich aber leider nicht mit rübernehmen. Ich kann leider auch meinen Arker nicht wirklich entladen, oder? Ich meine, ich kann hier nicht noch mehr. Mein Arker, die Kapazität ist voll. Aber ich muss hier irgendwie... Moment, ich muss mal das ganz kurz nochmal leeren. Hier rein. So. Und dann kann ich nämlich den Aufzug wieder nach unten rufen. Und ich vergesse es immer wieder, dass ich hier nicht mit Schwung hochspringen kann. Ach ja. So, dann kommt der ein gutes Stück tiefer. Und ich kann hier hoch. Oder kann ich vielleicht von hier aus, wenn... Moment mal. Achso, nee, warte, das geht jetzt ja. Das kann ich jetzt ja probieren. Ich habe ja gerade Arca. Also das Arca voll aufgeladen, meine ich. So, bitte. Aber damit komme ich nicht hoch genug. Das reicht auch hinten und vorne nicht. Das heißt, ich müsste vielleicht hier die Energie reinleiten. Dann eventuell, denn ich habe jetzt ja keine Energie mehr, jetzt muss ich sie hier vielleicht wieder abzapfen. Und bevor wir ganz unten sind... Mist, das reicht nicht. Ha, schwierig. Ach, Menno. Und ich komme von unten nicht nach oben, auch wenn ich das... Menno. Nicht nur ein bisschen reinleiten. Es ist in jedem Fall zu hoch. Also schwierig, ganz ehrlich. Ich hänge gerade ein bisschen. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mehr Backtracking machen. Oder diesen alternativen Weg finden. Also sie hat ja gesagt, vielleicht müssen wir irgendwie zu diesem Haus kommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Aber wir finden einen Weg. Das muss irgendwie gehen. Ich glaube, in dem Spiel gibt es sehr, sehr oft, auch wenn es relativ linear aussieht, mehr als einen Weg, den man gehen kann. So wie zum Beispiel auch hier. Ist hier vielleicht einfach eine Türe, durch die ich gehen kann. So, einmal bitte nach unten. Aber hier komme ich gar nicht weiter. Nee. Dann entschuldige. Ah, so manchmal. So, jetzt nach oben bitte. Halte ich daran fest. Okay. Da muss ich hin. Durch das Spukhaus durch. Und ich weiß nicht, wie man durchs Spukhaus kommt. Ich bin mir nicht sicher, wie wir da hinten hinkommen. Ich sehe... Das Ding ist, ich sehe da hinten Brücken und alles. Aber ich komme ja da noch nicht ran. Und die Frage ist, wie ich das jetzt mache. Wenn ich hier reingehe... Dann müsste ich, wenn ich hier weiter rübergehe, in der Nähe von dieser Leiter sein. Aber die muss hinter uns sein. Warte mal, ist hier irgendwas, was ich machen kann? Hier sind nur so ein paar kleine Stufen. Und da hinten wiederum ist diese Leiter nicht zu sehen. Die muss irgendwo anders sein. Oh, ich verzweifle. Mann, oh. Ich möchte das richtig machen. Moment, kann ich hier vielleicht doch... Nein. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, zur Seite zu gehen. Aber hier gibt es das auch nicht.
Okay, dann versuchen wir es einfach mal mit einem ganz anderen Ansatz. Wir gehen wieder hierhin zurück. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht habe ich schlicht und ergreifend irgendwo was übersehen. Ich könnte nochmal hier ins Haus rein, ob es vielleicht doch irgendwie woanders weitergeht. Fahren wir mal nach oben. Aber hier geht es ja auch nirgendwo raus. Es geht hier nur nochmal... Ich bin in Eile. Okay, jetzt kann ich gar nicht mehr zurück. Schade. Aber unten ist noch dieser leicht durchgeknallte... Vielleicht muss ich mit dem Fass reden. So verrückt das kleine Fässchen ist, aber vielleicht weiß es, was uns weiterhelfen kann. Es könnte sein. Okay, jetzt sind wir hier wieder ziemlich am Anfang. Ich kann hier mit keinem reden. Okay. Und Anne ist immer sehr schnell außer Puste. Deswegen machen wir zwischendurch ganz kurze Pausen. Es muss einen Weg einfach geben. Dieses Haus kommt mir bekannt vor. Okay, weiter sagst du an der Stelle aber nichts. Reingehen bringt auch nichts mehr, dann gehen wir wieder nach unten. Es muss einen Weg geben. So, hier haben wir aufgemacht. Dann gehen wir nochmal eins tiefer. Genau, hier war dieser komische Weg. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn hier hingekommen nochmal? Das muss ja auch aus diesem Haus hier gewesen sein oder von diesem Weg hier entlang. Ja gut, da bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Es muss einen Weg geben. Jetzt sind wir wieder hier. Manu. Okay, wir gehen mal nach unten und dann links weiter, zurück zu dem Fässchen. Ich will irgendwie wissen, wie es weitergeht. Das muss doch irgendwie rauszufinden sein. Hier runter, bitte. Ja, nach unten bitte, Anne. Er ist aber nicht mehr da. Oder redet zumindest nicht mehr mit uns. Moment, hier könnten wir eventuell einfach hoch, genau. Und dann... Ah, ich muss es unten betätigen. Bitte einmal eine Etage tiefer fahren. Ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Kennt ihr das, wenn ihr bei Spielen einfach so mal ein Stück weit nicht weiterkommt? Ich weiß, ich habe das relativ häufig, aber... Manu. Da war so ein Spiegel. Wenn ich den Spiegel mit Energie versorge, kann ich dann vielleicht mit Master Bonku sprechen? Nein, kann ich auch nicht. Music boxes, tables, vielleicht kann er mir helfen. Ropes, trampolines, books, cups, pencils, paint lamps, trumpets. Nein, er kann mir nicht helfen. Zumindest sieht es nicht so aus. Na, hier bitte. Nee, das bringt ja auch nichts. So, dann keine Energie auf den Spiegel. Und hier, da war ich auch schon. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, wie ich hier weiterkomme. Also zumindest keine, die ich jetzt so offensichtlich sehe. Nach oben, dann können wir wieder runter ins Wasser. Vielleicht muss ich doch nochmal langsam hier und dann ein Stückchen vielleicht stehen bleiben. Hallo? Hallo? Bist du da, liebes Fässchen? Hound? Hound ist nicht da. Oder ignoriert uns, je nachdem. Oh, schwierig! Camellia. Aber Camellia kann mir gerade auch nicht helfen. Ich kann das hier zum Klingen bringen, aber ich kann das nicht... Moment kurz. Vielleicht hat es doch was mit den Dingern hier zu tun. Sie hat gesagt, sie möchte unsere Magie sehen. Und wir haben dafür gesorgt, dass hier das Licht aus war. So, jetzt vielleicht? Vielleicht bringt das uns irgendwie weiter. Ich weiß es nicht, aber... Ich habe die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sie geht irgendwann ganz jämmerlich ein, aber vielleicht ja nicht jetzt schon.
Hier hat sich aber nichts geändert, deswegen. Also nochmal hier nach hinten. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas hier hinten, was vorhin anders war. Es muss irgendeinen Weg da reingeben. Ich bin zu klein. Aber es sieht eigentlich aus, als würden wir sehr weit nach oben kommen. Von daher... Aber halt nicht so hoch, als dass wir hier hochkämen. Knapp reicht es nicht. Mist. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ich stehe gerade echt komplett auf dem Schlauch. Ich bin versucht zu sagen, ich mache hier eine kleine Unterbrechung, bis ich weiß, was wir als nächstes machen müssen. Denn es bringt jetzt ja auch nichts, wenn ich... Ich renne hier schon die ganze Folge einfach nur rum und weiß nicht, was wir machen sollen. Das bringt ja auch nichts, das macht ja auch keinen Spaß. Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, also ich würde mal sagen, ich gucke ganz kurz mal, wie wir vielleicht weiterkommen könnten, was ich übersehen habe vielleicht. Denn irgendwas muss ich ja übersehen haben. Ja, hier ist ja auch nichts, ne? Ich probiere noch einmal was mit dem, mit der Energie. Aber wenn ich da nichts finde, dann, ja... Also hier an der Stelle. Ich versuche noch einmal hier was umzustellen. Das Ganze nämlich nur hier drauf zu leiten. Und wenn ich jetzt oben dann auch keine Änderungen sehe, oder kann ich hier irgendwie nach oben? Schade. Sieht auch ein bisschen so aus, als könnte ich an der Treppe hier irgendwas machen. Das Problem ist, ich weiß nicht wie. Ich glaube nicht, dass ich... nichts da. Ich glaube nicht, dass ich mich auf diese Lampe stellen kann. Oder auf dieses Seil. Weil ich kann das mal versuchen mit dem Seil noch. Moment, so. Ich kann das mal versuchen. Nee, das klappt alles überhaupt nicht. Und hier geht auch nichts. Also ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich herausgefunden habe, wie wir hier eigentlich weiterkommen sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mich einfach ein bisschen weiter um. Wenn irgendwas ist, dann ist es aufgenommen. Keine Sorge, es passiert nichts, ohne dass ihr dabei seid. Aber ich will jetzt hier auch nicht noch den Rest der Folge damit verbringen, wie so ein blindes Huhn das Körnchen zu suchen. Bin gleich wieder da. Also ich habe mich überall nochmal umgesehen und es gibt keinen anderen Weg. Es muss so sein, wie ich vorhin schon dachte. Wir müssen das einfach gut timen und ich muss hier die Energie reinleiten und dann mit aufgeladener Energie und meinen Flügeln hier wieder irgendwie nach oben kommen. Es gibt sonst keinen Weg. Es gibt hier tatsächlich keinen Weg. So, das heißt, ich stelle mich schon mal hier hin, wo ich hoffentlich richtig stehe. Und dann müssen wir gucken. Das aussaugen. Und hoch mit uns. Ja, jetzt geht's. Ja, wunderbar. Also ich habe mich wirklich umgeguckt. Es gibt keinen anderen Weg. So, Flügel auf, sprinten, rüber und... Oh, Gott sei Dank, geschafft. Es hätte alles so einfach sein können, nicht wahr? Und dann komme ich daher und schnall's mal wieder nicht. Okay, ich glaube nicht, dass ich aufs Dach kann. Nein, aber da drüben ist ein Balkon. So, ouch, da bin ich hingefallen. Und hier können wir auch rein. Ich weiß nicht, ob es hier noch weiter ginge. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich versuch's mal nicht. Wir gehen erstmal direkt hier rein. Oh. Who's there? Ein kleiner pinkelnder Brunnen. Der war wohl mal ein Springbrunnen. Okay. Ich könnte hier einfach raus und ihn ignorieren, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte ihm Hallo sagen. Ja, halt so pinkelt, ne? Okay, ich kann ihm nicht Hallo sagen. Ich kann nur hier durchlaufen. Na gut. Ist vielleicht auch netter, wenn wir ihn nicht beim Pinkeln stören, ne? Da sind wir auf der anderen Seite und hier geht's weiter. Ich mach mal lieber die Flügel auf.
Okay, brauche ich gar nicht. Schön. Ist hier irgendwas? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur hier rüber. So, einmal darüber. Liebste Anne. Okay. Und hier sind wir also. Ganz nahe beim Theatereingang. Hier ist scheinbar weiter nichts. So. Hier geht's runter. Ich guck mal, wo wir hier landen. Ah, da ist das Grusel, das Spukhaus. Ich gucke hier gleich weiter. Ich will nur oben schnell gucken, wie weit es noch nach rechts geht. Denn ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht noch irgendwas kommt. Okay, ich gehe hier mal noch nicht entlang. Aber wie süß. Das könnte zwar sein, dass wir gerade Rebellen gehört haben. Oder zumindest Sympathisanten der Rebellen. Aber ganz ehrlich, das ist egal. Und da unten ist Camilla. Ich schau mal, was... Ah, und jetzt haben wir hier auch die Brücke. Die Abkürzung, falls wir je zurück wollen. Wir gucken erstmal hier rein. Da ist ein Aufzug, aber der scheint nicht zu funktionieren. Oder ist doch ein Aufzugsschacht hinter uns? Ich bin mir nicht sicher, aber das passt schon. Da ist irgendwas, wo wir das Arca brauchen, würde ich sagen. Hm. Ich schau mal eben. Oh ja, ja, da brauchen wir sehr viel Energie. Und die Tür hier geht schon gar nicht auf. Ah, wir müssen... Hier haben wir wieder so ein Schieberätsel. Aber da das Schieberätsel keine Energie hat... Okay. Wir könnten höchstens mal versuchen, ob wir eventuell hier nach oben kommen. Jawohl, das geht. Tagebuch der Ingenieurin. Tag 183. Bonkus Entwürfe sind bestenfalls rudimentär. Ein Sprössling könnte seinen Tresor öffnen. Ich verstehe nicht, warum er die Flügel, die er gemacht hat, hinter diesem simplen Mechanismus aufbewahrt. Das ist so, als würde man einen Anima-Zylinder hinter einem Vorhang lagern und davon ausgehen, dass ihn niemand stiehlt. Wie auch immer. Bald wird der Bau abgeschlossen sein und ich kehre zu meinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Ich war für ihn gedacht. Oh. Ist da noch mehr oder ist das nur der eine Zettel? Nee, das ist nur der eine. Okay. Also hier ist... Oh je, hier ist echt viel, was wir uns anschauen können. Aber wir sind noch nicht im Theater, oder? Das ist jetzt nicht schon das, wo wir hin müssten. Hier oben ist auf jeden Fall der Exit. Komme ich da hin? Ja, da komme ich hin. Ich will da noch nicht rausgehen. Ich möchte mich erst hier drin umschauen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ist das jetzt ein optionaler Mechanismus? Oh Gott, ich dachte schon. Ist das jetzt ein optionaler Mechanismus? Ich schau mal, was passiert, wenn wir den Hebel hier betätigen. Ah, ziehen. Okay, dann ist da unten auf jeden Fall Energie. Warte mal, da oben. Ich könnte mal versuchen. Jetzt hat, glaube ich, der Aufzug Energie. Ah, da oben ist ein Raum. Okay. Nicht der Aufzug, tatsächlich das andere. Ach, du Heilige. Das kann ja lustig. Okay, wisst ihr was, bevor ich mich damit beschäftige, das ist jetzt nämlich so eine typische Stelle, wo ich ewig hängen werde. Und gehangen sind wir nun wahrlich schon genug. Dann gucke ich mich erstmal hier ein bisschen um. Da unten hat es auch noch. Bei dem Hebel passiert jetzt vermutlich nicht wirklich was. Okay, und bei dem Schalter hier sehr wahrscheinlich auch nicht. Es ein- und ausschalten, obwohl es nicht direkt Energie hat, wie man sieht. Das wird alles ganz furchtbar. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir hier alles... Na komm, liebste Anne. Auch mit dir. Ich weiß nicht, warum sie das gerade so nicht gemacht hat, aber... Wir gehen mal wieder raus und schauen noch mal links weiter. Ich muss ja gegebenenfalls nicht ins Theater reingehen. Aber hier drin...
Ich hing in der letzten Folge so lange fest, weil ich nicht wusste, wo wir genau hin sollen. Warte mal, hier ist die Tür. Da muss ich jetzt nicht schon wieder absolut festhängen an der Stelle, nur weil ich wieder ein Rätsel habe, wo ich erstmal durchsteigen muss, wie es funktioniert. Also gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Hier waren auf jeden Fall irgendwelche Vergessenen. Da ist das Theater. Jetzt sind wir hinterm Theater. Und hier kommen wir nicht rein. Da ist die Tür zu, aber ich sehe auch keine Powerlines. Aber ich kann hier vorne die Treppe... Oder kann ich die... Nein. Okay, Moment, Moment. Wir gucken uns mal ganz kurz um. Hier oben ist eine Leiter. Wenn ich die Leiter benutzen würde, käme ich unten hin. Okay, hello. Ach nee, das soll ja ein Othello sein. Er sieht mehr wie Oh, hello oder Okay, hello aus. Wenn ich diese Treppe hier benutzen könnte, die Leiter, dann könnte ich auf der anderen Seite die Treppe benutzen und dann würde ich da hinkommen. Das heißt aber auch, ich muss jetzt... Moment, ging es nicht hier auch unten? Nee, hier bin ich hierher gekommen. Genau. Ich muss also irgendwie nach da drüben kommen. Vielleicht. Und mir bleibt tatsächlich nur noch dieses Haus. Okay. Das ist... Es wird jetzt spaßig werden. Also ich finde das Spiel super, aber ich persönlich, ich tue mich manchmal halt schwierig mit dieser Art von Rätsel. So. Und hier kann ich nichts mitmachen, weil wir dafür erst Energie brauchen. Genau. Und hier ist die Türe zu. Das heißt, ich muss jetzt einfach nach oben. Hoppala. Und vermutlich sollte ich jetzt hier einfach das Ding mit Energie versorgen. Ich sehe eins. Eins hat Energie. Das ist okay. Jetzt muss ich noch die anderen mit Energie versorgen. Das schaffe ich von da oben aus. Hoppala, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur aus der Aussage. Okay, was haben wir hier? Das war das Tagebuch, genau. Einmal Energie da. Und hier oben gibt es die nächste. Da kann ich nicht hin. Okay. Vielleicht... Ich habe vergessen, ich habe ja den... Okay, aber von hier aus müsste das irgendwie gehen. Ich muss erstmal hier, bevor ich weitermachen kann, muss ich hier oben das Ganze mit Energie versorgen. Dann nämlich kann ich da oben rein. Genau. Mist. Das war falsch. Genau, und jetzt kann ich da oben das Ganze... Oh, ich bin eine Pfeife, ich weiß. Ich könnte aber auch einfach mal versuchen, hier rauszugehen. Geht das? Wo lande ich denn dann eigentlich? Bin ich dann etwa schon beim Theater? Nee, dann bin ich wo ganz anders. Und ich habe keine Ahnung, wo wir dann sind. Dann sind wir ja schon beim Theater. Okay. Okay, ich möchte aber trotzdem gerne das Rätsel hier lösen. Ich möchte trotzdem schauen, ob wir das lösen können. Das muss ja irgendwie gehen. Es muss einen Grund geben, warum es so kompliziert ist hier drin. Es muss einen Grund dafür geben und ich möchte ihn gerne kennen. Vielleicht müssen wir das Rätsel so oder so noch irgendwann lösen. Okay, lasst mal gucken. Ich muss... So, jetzt ist das in der Mitte versorgt. Und jetzt müsste ich das hier auch versorgen. Nee, das kann ja nicht, oder? Moment mal ganz kurz. Ich versuche mal das hier. So. Genau. Und jetzt müsste das Ding da unten soweit Energie haben. Tagebuch der Ingenieurin, Tag 191. Ich war heute Morgen in den unteren Straßen, um die Anima-Zylinder abzugeben, die ich von letzter Woche übrig hatte. Viele Vergessene haben keinen Zugriff auf Anima und ich wünschte, ich könnte mehr tun. Ich glaube, in der Fabrik merken sie langsam, dass Anima fehlt.
Ich stelle mir vor, dass David dasselbe tun würde. Ganz bestimmt sogar. Ich gehöre ihm. Ich bin für ihn. An ihn. Ich habe nur seinen Namen, aber er ist ein Teil von mir. Ich muss fertig werden, bevor sie mich holen kommen. Oh, das ist irgendwie jetzt sehr traurig. Okay, wir haben hier unten 2 von 3. Müssten wir jetzt gleich haben können. Moment, wir gehen mal hier zu rüber. So. Wenn wir jetzt nämlich mal gucken. Die Verbindung läuft nach unten. Wenn ich jetzt hier das Ganze wieder zumache, dann müsste hier unten dieser Apparat an 2 von 3 Stellen mit Energie versorgt sein. Und es fehlt nur noch das Letzte, was von hier unten kommt. Und das werde ich jetzt angehen. Es muss einen Grund dafür geben. Es muss einfach einen Grund dafür geben, dass man das so machen kann. Und ich weiß nicht, was für einen. Ich möchte das aber... Okay, lass mal sehen. Wenn ich das hier wieder einschalte...